Hallihallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Minecraft Pocket Edition. Bah. Und wir werden jetzt hier weitermachen an unserem Häuschen. Und wir waren stehen geblieben bei der schönen Küche und da werden wir jetzt auch weitermachen. Ganz genau. Und ja, also hallo und wir werden jetzt das hier noch schön ausholen, aushören, wie man das so nennen will. Und werden etwas machen, wo mir jetzt gerade was eingefallen ist, oder? Im letzten Let's Play, aber das war halt gerade eben, weil ich gerade aufgenommen habe. Ich nehme vor auf. Und ja, erstmal eine Spitzhacke machen. Und das werden wir jetzt umsetzen. Erstmal so gucken, ob das schön aussieht. Und dann mal weitersehen. Oh, wir können uns eine Diamantschaufel machen. Sehr verlockend. Nicht. So, okay. Können wir nicht aufnehmen. Das ist schon mal sehr schön. ja. So, okay. Blume raus und Spitzhacke rein. Muss so. Wie sieht denn das hier aus? Okay, es schwebt in der Luft. Sieht eigentlich ganz witzig aus irgendwie. Egal, okay, wir bauen jetzt hier ab. Wir könnten uns auch eine Diamantspitzhacke machen, fällt mir da so ein. Aber erstmal machen wir jetzt zum Beispiel die Eisenspitzhacke leer und dann können wir uns irgendwann mal eine Diamantspitzhacke machen. Aber wir müssen die Diamanten ja sowieso noch weglegen und dann können wir gleich noch mehr Diamanten holen. Und uns eine Spitzhacke mit diesen Diamanten, die wir uns dann holen, machen. Schön. Okay, dann. Na ja, komm, wir gehen noch eins rein. Ich will das, wie man hier schon sieht, das so ein bisschen schräg wieder machen. So hier. Ich hoffe, das sieht ganz gut aus und ist mir halt gerade im letzten Let's Play halt eingefallen. Gerade eben. Und ja, mal gucken einfach jetzt mal, wie das aussieht. Ob das schön aussieht. Ob das schlecht aussieht. Und ja, okay. So. Ich habe leider kein Thema. Das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, irgendein Thema, über was man mal so quatschen könnte, was man mal reden könnte. Und dann kann ich das gerne mal im Let's Play erwähnen und darüber reden und bla. Meine Meinung äußern oder kommt halt drauf an, um welches Thema es geht. Okay, wir können es auch so machen. Also noch eins weiter rein, weil das da gerade ein bisschen. Das sieht ein bisschen komisch aus, wenn das so ganz offen ist. Ja, genau, das ist eigentlich ganz gut. Guck du da vor dem Bildschirm, guck. Da geht es hier einfach so weiter. Ja, genau, das passt gut. Hier ist so, da und da und dann da und dann da und dann geht es hier einfach weiter. Oh, so awesome. Man könnte das hier auch so richtig schön spalten. Das heißt, wir könnten hier jetzt so weiterführen, hier so mit den Blöcken weiterführen und einen rechten Raum machen und einen linken Raum. Aber ich glaube, das sieht dann auch komisch aus, wenn da einfach so eine dünne Wand dazwischen ist. Deswegen will ich das nicht machen. Weil wenn es kein geschlossener Raum ist, wenn es einfach zwei offene Räume sind, bin einfach nur so eine Wand drin, das sieht ein bisschen komisch aus dann. So, okay, wir gehen noch einen rein, denke ich. Und dann müsste das auch schon klappen. Ja, da ist die Schaufel kaputt gegangen. Das ist natürlich sehr schön. Nicht unbedingt, aber egal. So. Abbauen, die ganze Zeit nur abbauen. Mann, ist das langweilig, denkt ihr euch jetzt. Und ich kann euch dazu nur eins sagen. Und zwar, es stimmt. Nein, es ist wirklich irgendwie langweilig. Langweilig. Wir sind jetzt gleich fertig mit Abbauen und dann geht's ab mit Bauen. Was ein Wortwitz, ne? Verstehst du? Abbauen und dann geht's ab mit Bauen. So schlecht. Okay. Oh. Das ist natürlich doof. Das ist natürlich ärgerlich, ne? Achso, okay. Wir brauchen noch viel mehr Holz. Denn uns fehlt ein bisschen was. So, noch Mist. Das war nicht gewollt. Uns fehlt. Ja, okay. Holz. Wir haben wirklich kein Holz mehr. So viel Wooden Slabs. Brauchen wir keine Wooden Slabs. Aber Holz brauchen wir. Und unser Inventar ist schon wieder voll. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Na gut. Hier müssen wir übrigens, sag ich immer übrigens, oder fast immer, wenn wir hier vorbeilaufen, hier müssen wir auch mal wieder was machen. Weil das Feld da ist kein richtiges Feld mehr, das ist einfach nur noch Erde. Und das sieht natürlich nicht so schön aus, ne? Okay, wir tun erstmal die Holzslabs weg hier. Die zwei. Das können wir behalten. Dann werden wir noch Steine weg tun.
Cobblestone. Wer braucht so viel Cobblestone, Mann? Wir haben. Guck doch mal. Wir haben so viel Cobblestone, aber Treppen können wir mal mitnehmen. Slabs. Ich nehme nur das mit, was wir jetzt im Inventar haben. Was. Nur um es aufzufüllen halt. So, hier noch irgendwas. Nö. Aber hier kann der Cobblestone rein. So. Und so. Da haben wir noch 64. Und okay, die Treppen können wir behalten. Der eine kann da auch noch rein. Okay. Und jetzt mal gucken, ob wir. Okay, die Kiste ist leer. Hier, genau, hier hat wir das noch. Das kann noch mit. Und sonst haben wir eigentlich nichts Besonderes mehr. In den Öfen war, glaube ich. Ach doch, genau, hier war noch Eisen drin. Und sonst ist in den ganzen Öfen, glaube ich, nichts mehr drin. Doch, hier, 7 Gold. Vor allem haben wir da Eisen reingetan und da Gold. Warum? Ich verstehe es nicht. Okay, dann. Nein, genau, wir wollten ja. Nein, warte, wir wollten Holz holen. Ah, ich bin so verwirrt. Tschu. Bäm. Voll in die Fresse. Nicht, ich hab nichts Böses gesagt. Voll in den Mund, hab ich gesagt. So. Das nehmen wir weg. Und das auch weg. Und dann das da weg. Jetzt gedacht. Wir werden dann jetzt mal Bäume anpflanzen, denke ich mal, oder? Ja, ein Zippling. So, ich habe mir mal überlegt, oder nicht unbedingt überlegt, aber es mir gerade so eingefallen, was ich mal machen könnte. Eigentlich wollte ich ja diesen Sprint-Mod oder so schneller Lauf-Mod, wie man das nennen will, mal rausmachen. Mist. So. Aber ich glaube, ich mache einfach mal aus Spaß in der nächsten Folge den Mod noch schneller. Das heißt, also, dass ich noch schneller laufe. Einfach mal, um zu sehen, wie das ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich wirklich schneller laufe dabei. Oder ist, ob ich einfach nur, ob es einfach nur so aussieht, als würde ich schneller laufen. Weil ich glaube, das sieht nur so aus. Wenn man nämlich genau hinguckt, sieht man das übrigens auch hier. Wenn ich mal ganz kurz Hide GUI mache. So, da sieht man das nämlich, wenn man jetzt mal auf irgendeine Fläche guckt. Das ist jetzt sehr schlecht. Oh, das sieht geil aus. Lol. Sieht aus, als würde man sich selber bewegen. Krass. Sieht man das hier? Naja, wenn ich dann nach unten gucke. Oder? Ne, das sieht man schon. Aber wo es mir vorhin aufgefallen ist, ist hier. Und zwar, guck mal. Wenn ich so gucke, sieht alles ganz normal aus. Das sieht die Couch ganz normal aus. Wenn ich aber jetzt nach oben gucke, ist, will das doch nicht abbauen. So. Komm. So. Wenn ich aber jetzt hier nach oben gucke, Mann, ich will das nicht abbauen. Okay, nein. Alter. Okay, jetzt baue ich nichts ab. Das war irgendwie doof. So, jetzt, wenn ich jetzt nach oben gucke, sieht man die Couch, zieht es immer weiter nach unten irgendwie, wo es dann hier am extremsten ist. Und das wird dann immer extremer, das heißt, also, es zieht immer weiter zur Seite. Das heißt, glaube ich, Craig Pro oder so beim PC Minecraft kann man das richtig standardmäßig einstellen. Oder es war nur Optifine, keine Ahnung. Auf jeden Fall ging's. Nee, die Einstellung war es normal. Alter, ich krieg's einfach nicht hin. So, okay. Und ja, da kann man halt so die Sicht ein bisschen verstellen, dass sie das halt so übelst extrem aus und dadurch wirkt es, als würde man schneller laufen. Es ist halt alles so zur Mitte hingezogen. Das sieht dann schon ganz schön krass aus. Das ist ja, manchen gefällt es überhaupt nicht, aber ich werde es mal im nächsten Let's Play probieren. Ich werde es nicht ganz schnell machen, obwohl man das mal probieren könnte. Aber ich glaube, das geht nach einer Weile ein bisschen auf die Nerven. Aber wir können es immer so machen, wenn es mir selber überhaupt nicht gefällt, wenn ich damit überhaupt nicht klarkomme, dann mache ich sie ja raus und dann geht das auch. Also, wenn ich damit klarkomme, werdet ihr damit auch klarkommen, denke ich mal. Oder ich werde so machen, dass ihr damit klarkommt. Okay, aber das erst im nächsten Let's Play und nicht in dem Let's Play. Und das ist doof. Ach nein. Jetzt müssen wir ganz kurz was gucken. Bis hierhin ist. Moment. Bis hierhin wird jetzt. Also, das zu sehen sein. Ist nämlich ein bisschen doof. Bis hierhin wird jetzt. Das ist natürlich doof. Aber kann man nichts machen. Ich muss jetzt also hier auch überall Holz hin. Statt dem normalen Stein, der hier ist überall, als Decke. Weil das sieht sonst scheiße aus. Das sieht sonst so aus und das ist natürlich nicht so schön. Also machen wir das hier mal weg. Weil ich denke, hier, das hier kann auf jeden Fall bleiben. Da, also hier so die Decke. Die lasse ich mal. Aber hier, das kann weg und dafür kommt dann hier. So,
Holz sind, genau. Sieht zwar ein bisschen erdrückend aus, wenn von oben und unten Holz kommt, aber na gut, kann man nichts machen, ne? Sowieso ganz gut, weil von hier kam auch Holz und das, ja. Ich denke, das sieht schon ganz gut aus so. Jetzt machen wir das hier noch zu Ende und dann ist die Folge nämlich auch schon zu Ende. Krass, krass, wie schnell das geht. Aber okay, wir bauen erstmal hier weiter. Ab und so weiter, ne? Weißt du Bescheid? So. Das hier alles schön weg. So, kein Kies. Wir brauchen schon Kies. Noch brauchen wir keinen Kies. Aber man könnte daraus Pfeile machen. Also, wenn man, ja okay, direkt aus Kies nicht, aber aus Feuerstein, der bei Kies bekanntlich rauskommt. So, jetzt machen wir das hier noch schnell zu und dann beende ich die Folge. Ich danke euch also fürs Zusehen, hoffe es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Und wir sind jetzt schon bei der 294. Folge, das heißt bald in 6 Folgen. Noch 6, eigentlich noch 5 Folgen, weil dann kommt ja das 300. Let's Play und da gibt es dann das Special mit den ganzen Abonnenten. Also bereitet euch schon mal drauf vor. 300. Let's Play. Bereitet euch welche Fragen vor, die ihr dir fragen könnt. Dann könnt ihr alle auf dem Server joinen. Also so viele wie es geht, ich weiß nicht. Es wird schon ein begrenztes Slot sein. Es wird nicht unendlich. Es können nicht unendlich viele Leute drauf oder 7000 oder was weiß ich. Also, wenn alle Abonnenten so viel wären, auf keinen Fall drauf. Können und das denke ich, wobei das würde schon gehen, aber so viel werden auch auf keinen Fall drauf kommen, weil es kommt nicht jeder Abonnent drauf, ist mir schon klar. Aber ich hoffe mal, mindestens 100 werden wir schaffen, die da auf den Server rauf können und auch rauf kommen. Ja, werden wir sehen. Deswegen sage ich es jetzt auch nochmal, damit da nicht so wenig raufkommen, nur 2-3 Leute. 300 Let's Play, nehmt euch da schon mal frei, ich habe keine Ahnung, wann das sein wird, aber. Ihr werdet es rechtzeitig erfahren. Ich werde dann noch ein Video vorher machen, wann, wie, wo alles stattfindet, wann ihr joinen könnt, wann ich aufnehme und so weiter und so fort. Okay. Dann war's das für dieses Let's Play und tschüss bis zum nächsten Let's Play Minecraft Pocket Edition. Yeah.